Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maschinki, die Preview-Version. Hatte letztens gar nicht erwähnt, also das Spiel kommt am 6. Oktober bei Steam in den Early Access. Und Steam-Link und Homepage-Link ist alles unten in der Beschreibung mit drin. Ja, ich muss jetzt mal von vorne anfangen, weil da kam noch ein Patch von dem Jan, wo die Speicherstände gelöscht wurden. Er hat jetzt quasi so eine Test-Speicherstände darauf gemacht, wo schon was fertig gebaut war. Aber ich wollte ja mit euch zusammen das weiterführen. Und deswegen gucke ich mal kurz. Den Speicherstand werde ich mir nachher, ich schreibe mal hier Test UWF, den werde ich mir nachher auf jeden Fall nochmal sichern, dass wir hier auf jeden Fall weiterspielen können. Das ist natürlich immer eine Frage, wenn jetzt halt Patche kommen, werden natürlich einige Speicherstände vielleicht dann auch gar nicht mehr gehen. Also das muss man halt mal schauen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt hier neu angefangen. Wir haben jetzt hier 45 von 50 Passagieren transportiert. Einmal von Offenbach nach Freiburg. Ja, und wir haben jetzt hier auch schon ein paar Signale gesetzt. Also ich habe jetzt einmal hier die Strecke gebaut, hier im Bahnhof in Offenbach, hier im Bahnhof in Freiburg. Der fährt immer hin und her. Dann habe ich hier einen Lokschuppen gebaut. Und damit quasi, wenn hier unten noch ein bisschen Passagiere transportiert werden sollen mit einem anderen Wagen, habe ich hier ein paar Signale gesetzt, dass das hier halt keine Probleme gibt. Wie gesagt, hier ist jetzt ein Blocksignal. Wenn der jetzt hier in diesem Bereich ist, könnte der hier wieder in den Lokschuppen fahren. Der Zug 1 könnte jetzt auch in den Lokschuppen fahren. Und dann habe ich hier einmal hier hinten angefangen, Bäume zu transportieren, also Holz. Zum Sägewerk und habe dann hier vorne auch nochmal zwei Blocksignale gesetzt, so dass wenn hier ein Zug durchfährt, quasi, dass das dann geregelt ist. Ja, und jetzt sind wir gleich fertig mit den Passagieren, 47 von 50, damit waren wir letztens ja schon fertig. Also mit 1 zum Beispiel könnt ihr hier pausieren, mit 2 ist er im Play, mit 3 ist Vorspuren und so weiter. So, dann warten wir jetzt mal kurz, dass die 50 hier voll werden, damit wir unseren nächsten Auftrag kriegen. Und wie gesagt, ihr kriegt hier immer Tokens. Hier ist zum Beispiel Belohnung 100 Geld-Token. Und das können wir jetzt schon mal nehmen. Hier kriegen wir jetzt auch nochmal 100 Geld, wenn wir die 100 Holzstämme transportiert haben. Und für das frühe Dampfzeitalter brauchen wir 100 Holzbretter-Tokens und 100 Kohle-Tokens. So, irgendeiner hat hier wohl gewartet. Guck mal gerade, warum der hier so lange gewartet hat. Ich guck mal gerade, ob hier alles in Ordnung ist. Wollte aber eigentlich. Hier unten kam gerade, wartet zu lange an einem Signal. Aber der fährt doch ganz normal. Guck, Detail 2. Ist, glaube ich, eine alte Meldung. Die war vorhin. So. Jetzt sollen wir hier noch die Holzstämme. Da sind wir auch gleich fertig. Gehen mal wieder in die 3D-Ansicht. Können wir uns das mal ein bisschen genauer angucken hier. Wie gesagt, ab dem 6. Oktober könnt ihr das dann selber probieren. Wird nicht so teuer werden. Ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, wie der Preis jetzt war. Habe mich jetzt gar nicht informiert, aber ich glaube so unter 20 Euro, glaube ich. Aber ich lasse mich da jetzt nicht festnageln. So, jetzt sollen wir Einheiten Holzbretter an eine beliebige Werkstatt liefern. Jetzt gucken wir mal, wo sind hier Werkstätten. Ich mache mal kurz wieder normale Geschwindigkeit. Hier ist noch ein Sägewerk. Hier ist Kohle. Hier vorne ist die Werkstatt. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir da jetzt mal kurz in den Baumodus. Mal kurz Pause. Da müssen wir jetzt hier wirklich über... Müssen wir wahrscheinlich einen Tunnel machen hier. Oha. Das wird ja interessant. Ich probiere das mal gerade. Bauen wir erstmal hier einen Bahnhof. So, machen wir den Bahnhof mal hier ran. Mal einen Dreierbahnhof. So, jetzt quasi entweder ein Tunnel. Ich mach mal der Bahnhof hier, der geht ja noch. Man könnte jetzt hier auch einen zweiten Bahnhof machen und den quasi da ransetzt. Das machen wir einfach auch mal. Fangen wir mal hier an. Machen wir hier so einen Dreierbahnhof. So,
Und jetzt, wir jetzt hier durchziehen, geht der jetzt hoch? Der geht hoch. Wir könnten aber auch einen Tunnel bauen. Probier das mal gerade. Tunnel? Ist das jetzt ein Tunnel? Ach, das kostet Tokens? Oha, oha, oha. Warte, warte, warte. Was kostet das denn? Brückenbau? Sieht das jetzt hier irgendwo? Ne. Ach hier, das kostet... Oha, nee, das lassen wir mal lieber. Dann bauen wir... Das ist jetzt Brücke. Ich guck mal Tunnel. Tunnelbau, wie teuer ist das? Aber das kostet nur Geld. Aber das ist natürlich teuer, ne? Ohne Ende. Da haben wir natürlich dann gleich sehr viel Geld verprasst. Aber dann haben wir wenigstens mal einen Tunnel gesehen. Machen wir mal einfach. Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Jetzt haben wir einen Tunnel gebaut. Vielleicht für den Anfang nicht ganz so clever, so viel Geld jetzt auszugeben. Aber wir haben noch 959. So, jetzt haben wir den zweiten Bahnhof. Jetzt könnte ich wieder hier mit dem Lokschuppen. Mal Escape hier. Lokschuppen, Loks. Ah, Höchstgeschwindigkeit 85. Ah, das kostet 20 Tokens. Ne, das lassen wir mal. Wie gesagt, ich will ja die Tokens hier sparen. Für das frühe Dampfzeitalter. Deswegen. So, dann haben wir die Lok. So, und dann nehmen wir hier die Bretter. Und mal. Wie viele Bretter haben wir da jetzt gelagert schon? Sieht man das hier irgendwo? Ja, sieht man. Hat doch 686. Ach, die sind an dem anderen Bahnhof. Oha. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ob er jetzt die beiden Bahnhöfe hier zusammen macht. Ah, na mal schauen. Wir gucken uns das mal an. So, jetzt haben wir zwei Anhänger erstmal. Ist ja ein Tunnel, dann können wir eigentlich 17 Tonnen. 59 Tonnen, das ist schon heftig. Aber 3 reicht wirklich, mehr auf jeden Fall nicht. So, jetzt können wir den hier quasi losfahren lassen. Aber wir müssen ja hier noch das Gleis auf das andere legen. Probiere ich jetzt einfach mal. Ich mache einfach mal die Verbindung hier rum. Hier so ein Zusammenkunft haben. Also ist halt die engste Kurve, die er machen kann. Hm, machen wir das denn? Machen wir einfach mal. So. Jetzt gucken wir einfach mal. Jetzt müssen wir hier eigentlich ein Nebengleis machen. Das haben wir in einer anderen Folge schon erfolgreich gemacht. So, machen wir hier das Nebengleis. So. So, und jetzt wieder die Signale setzen. Haben wir hier ein Signal. Hier ein Signal. Hier. Hier. So. So, dann gucken wir, hier ist alles grün. Dann lassen wir den mal starten hier. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Ich weiß nicht, ob der jetzt sein Ziel automatisch findet. Ich hoffe es. Der hat jetzt das Ziel eigentlich Bretter. Aber ich glaube, wir müssen ihm hier noch einen Wegpunkt geben. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der hier quasi fertig ist. Damit der dann losfahren kann. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich das mir denke. Zur Not können wir auch noch einen Wegpunkt setzen. Setzen wir einfach den Wegpunkt hier hin. Und der zweite Wegpunkt ist dann hier. Und dann schauen wir einfach mal, ob das klappt. Ich spule mal ein bisschen vor. Wie gesagt, Lokschuppen wollte ich jetzt halt einfach bloß sparen, weil man muss ja nicht überall einen Lokschuppen. Aber jetzt fährt er los. Hat er grün. So, hier hat er auch grün, da hat er auch grün. Und der kommt jetzt gleich auf diese. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Machen wir ein bisschen langsamer. Beobachten das mal.
Der müsste jetzt eigentlich aufs rechte... Ja, okay. Da haben wir schon das Problem. Er ist jetzt nicht aufs rechte Gleis gefahren. Der könnte jetzt hier lang fahren. Das, doch, das würde gehen. Der hat ja jetzt hier grün. Mal sehen, ob er das hinkriegt. Ah, fährt er rüber? Ja, er fährt rüber. Ah, sehr schön, sehr schön. So. Machen wir gleich ein Screenshot hier. Mal sehen, ob der Plan aufgeht. Man müsste jetzt ja hier oben durchfahren. Jetzt lädt er, glaube ich, schon die Bretter auf. Ah, mal gucken. Ja, okay. Guck mal, jetzt hat er hier 2, 2, 2, 3, 3, 3. Da bin ich gespannt, wie die Entwicklung hier noch weitergeht. Eigentlich ein cooles Spiel. Bin echt gespannt, was es da noch so alles so im Early Access dann für Erweiterungen gibt. Wie gesagt, Multiplayer ist ja geplant. Und ja, einfach mal schauen. Jetzt fahren wir hier einmal die Schleife. Und danach... Müssen wir mal schauen. Das Holz ist jetzt hier gelagert. Hier lagert er jetzt aber auch Holz. Hier haben wir jetzt 71 Holz. Ist jetzt halt die Frage, ob er immer rumfahren muss. Das wäre natürlich Quatsch, ne? Wieso steht der jetzt da? Warte mal, da machen wir nochmal einen anderen Block. Kurz Pause. Ja, weil wir jetzt hier den einen Block haben. Machen wir noch kurz nochmal einen Stopp hier. Signale machen wir mal. So, jetzt hat der auch wieder grün. Bleibt der da quasi mal stehen, das ist natürlich, ja, das so clever ist. Ich hoffe, dass er hier... Hier fährt er jetzt einfach durch, ne? Ja. So, jetzt fährt er hier durch den Tunnel. Da bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Können wir ja mal mitfahren. Ah, sehr cool. Das Werkzeug quasi verarbeitet. So, jetzt wird hier alles abgelagert. Wie gesagt, wir brauchen ja jetzt auch noch Kohle, aber erstmal müssen wir hier das Holz liefern, bevor wir die Aufgabe für Kohle kriegen. Kohle ist auch nicht so das Problem. Hier ist Kohle. Könnten wir direkt immer hier einen hinfahren lassen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt bringt er die Bretter, verteilt er die hier auf die beiden Bahnhöfe. Einmal müssen wir auf jeden Fall nochmal hier abholen, bis denn hier genügend Holz ist. Wir beobachten ihn mal hier. Ein bisschen schneller. Der fährt durch, der fährt durch. Und der dreht dann wieder.
Hoffe ich mal. Und der dürfte jetzt gleich durchfahren, weil die können am Bahnhof zum Glück drehen. Das ist ganz gut. Jetzt fährt er wieder zurück, genau. Jetzt hat er hier quasi 62 und hier ist quasi auch gelagert. Na, dann gucken wir mal, was jetzt hier genau passiert. So. Der fährt wieder durch. So, jetzt müssen wir das, die Bretter beobachten, ob er jetzt hier auch was ablegt. Ja, ja, er gibt an beide ab, okay. Verteilt das gleichmäßig, okay. So, das wird jetzt alles ein bisschen dauern, deswegen spulen wir mal ein bisschen vor. Wir könnten hier auch noch eine zweite fahren lassen. Aber so weit ist der Weg eigentlich gar nicht. Waldrodung, jetzt kommt eine neue Quest. Schauen wir gleich mal, mal kurz auf normal schalten. Liefere 1000 Holzstämme innerhalb von 10 Jahren zu einem beliebigen Sägewerk. Das ist gut. Wald bei Mannheim. Ja, das können wir hier eigentlich machen. Das kriegen wir doch hin. Mal in den Baumodus. Bauen wir hier eine Station. So. Und dann liefern wir das Holz einfach hier hin, würde ich sagen. Nur dann hier so ein Nebengleis wieder machen. Mal schauen, dass wir hier erstmal hier runtergehen. Wir können auch von oben liefern lassen. Dann machen wir einfach von oben. Oder? Ja, das ist blöd. So ist doch gut, ne? Wir könnten auch noch einen zweiten Bahnhof bauen. Wäre, glaube ich, schneller. Bauen wir einfach noch einen Bahnhof. Ich mach das mal hier zu Ende. Bauen wir hier einfach noch einen Bahnhof. Sollte ja funktionieren. So. Oha. Wird leider nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Kurz abreißen. Ah, ist ein bisschen, die Kurve ist ein bisschen eng. So, jetzt könnte man, ja, hier können wir eigentlich einen neuen Lokschuppen bauen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen Quatsch, sonst hier von hier hinten jetzt nochmal eine Lok zu holen. Bauen wir mal einen neuen Lokschuppen, so teuer sind die ja nicht. Hat doch 54, ist auch ganz schön teuer, ne? Da probieren wir einfach mal. So, Lokschuppen. Wie gesagt, den können wir jetzt nachher hier auch hier lang fahren lassen. Jetzt hat er. Ach, jetzt ist es verteilt. Okay, hätte man die Bahnhöfe einfach zusammenbauen können. Okay. So. Dann lassen wir hier noch ein bisschen entsparen. So, neue Lokschuppen. Mal eine Lok. Wagen. Holz. Dann starten wir einfach mal. So, wir sind jetzt 52 Bretter. Wir können ja mal den Wegpunkt mal nachher einmal so machen. Strecke. Nehmen wir den Wegpunkt hier weg. Bahnhof 4 ist okay. Nehmen wir auch mal weg. Den Bahnhof. Hier eins. Hier ein Wegpunkt. Der hat jetzt 28. So, dann lassen wir das erstmal so machen. Jetzt sollte das Holz ja dann auch hier hingehen. Schauen wir einfach mal.
Probieren wir das gleich mal. Jetzt holt er gleich das erste Holz hier. 23 sind schon da. Sieht's eigentlich hier aus? Wie viel Holz lagert hier? 10, das ist okay. Der holt jetzt alles ab. Und wie gesagt, später brauchen wir dann halt noch die Kohle. Für die Werkzeuge. So, jetzt sollte die Quest hier gleich losgehen. Fortschritt 21. Wald bei Mannheim. Liefere 1000 Holzstämme innerhalb von 10 Jahren zu einem beliebigen Sägewerk. So, jetzt liefert er... Ah ja, alles klar, das funktioniert. Wie viele Holzstämme haben wir schon? 63. Als Belohnung gibt es nochmal 20er Token und Geld. So, der müsste jetzt hier stehen bleiben. Ja, der bleibt da stehen, holt jetzt die Bretter. Oh ja, jetzt läuft's. Geht's hier unten mit den Passagieren aus. Der liefert immer, der hat immer nur noch zwei Passagiere. Das, ja, mit den Passagieren, das ist hier nicht so rentabel. Also gerade bei diesen kleinen Städten, ich meine, die wachsen ja zum Glück. Das ist ja das Gute. Aber den Lokschuppen hier, den können wir dann auch später für andere Sachen nehmen. Jetzt halt die Frage. Ah doch. Hier haben wir nochmal das Geld. Gebäude kaufen. Darlehen. Einkommen der Station. Einkommen durch Quests. Wir kriegen hier, glaube ich, überall Geld. Dadurch, dass wir hier einfach liefern. Na, gucken wir einfach mal. So, hier sind wir jetzt bei 58. Na gut, 10 Jahre. Muss man halt schauen. Vielleicht noch eine zweite Lok hier fahren lassen. Aber hier, das bringt jetzt nicht so viel Holz. Also, das schafft auch der eigentlich alleine. Ihr seht ja auch, der schafft das ja auch alleine. Also da bräuchte man jetzt nicht unbedingt noch einen zweiten Bahnhof. Würde ich jetzt Quatsch finden. Oh hier, der schafft das auch. Ja, dann lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Das mit dem Tunnel hat ja auch ganz gut geklappt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen sparsam sein. Oh, jetzt kommt Kohle. Okay. Jetzt kommt Kohle. So, liefere 2 Einheiten Kohle. So. Kohle haben wir hier. In den Baumodus gehen. Bahnhof bauen. Nochmal kleinen Bahnhof. Können wir einfach hier ransetzen. Mal schauen, wie das denn funktioniert hier. So. Jetzt bauen wir hier. Gleise. So, jetzt brauchen wir ja noch eine Lok. So, würde ich sagen, müssen wir auch wieder ein Nebengleis bauen, glaube ich. Sonst wird das hier nichts mit der Lok. Aber wir können auch hier unten die Lok, genau. Fahren wir einfach von hier. Bauen wir hier so ein Nebengleis. So, haben wir hier noch ein Gleis. So, dann bauen wir hier die Lok für die Kohle. Ah, wird das Geld wird echt knapp jetzt gerade. Wir müssen echt aufpassen hier. Das ist, machen wir hier mal Kohle, 18 Tonnen. Machen wir mal dreimal. So, Strecke setzen wir jetzt einfach mal hier. Dann bei der Kohle. Der hat schon ordentlich. So, dann starten wir einfach mal. Okay, der muss hier wieder dazwischen fahren. Na, hier könnte man jetzt zur Not auch noch zwei Signale setzen, damit der hier oben nicht warten muss. Aber so oft holen wir ja hier keinen Zug raus. Das geht alles. So, jetzt dürfte der losfahren, genau.
Der fährt jetzt dann links ab, dem Bahnhof. Dann haben wir eigentlich schon die erste richtige Produktionskette. Muss mal gucken. Na, hier steht es ja auch. Also es werden hier quasi jetzt keine Werkzeuge in dem Sinne hergestellt, sondern es werden hier Holztokens und Kohletokens hergestellt. Man könnte jetzt hier noch verbessern, ein Heizkraftwerk, aber das brauchen wir jetzt nicht. So, der holt jetzt die Kohle hier. Dann gucken wir uns mal das Kohlewerk hier an, was hier genau gemacht wird. Sieht man da jetzt irgendwo Bewegung? Sehe ich jetzt hier gar nicht. Hier wird einfach nur, ja, Kohle abgebaut. Wie sieht es hier aus? 118 hat er bisher. Doch, das schafft er. Die 1000 schafft er. So, Holz haben wir auch gleich fertig. Und dann kommt die Kohle. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, jetzt gucken wir mal, jetzt wenn hier, kriege ich gleich meine ersten Kohletokens. Gucken wir mal, ob er jetzt hier alles abliefert. Ja, doch, das schafft er. Ja, wird alles abgeliefert. So, und jetzt kriege ich auch schon hier unten meinen ersten Kohletoken. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Einschalten und dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Und wie gesagt, in der Beschreibung ist alles verlinkt. Die Homepage von Maschinenkey und die Steam-Seite. Und ja, und dann bis zur nächsten Folge. Euer Novato Frank. Tschüss.